Es gibt ja die tollsten Sträucher für den Garten, die wunderschön blühen, wie zum Beispiel der Hibiskus. Aber hast du schon einen Hibiskus im Winter oder im Herbst angeguckt? Da sieht man bloß alte Fruchtstände und die sehen erstens nicht besonders toll aus und haben zweitens auch keine große Funktion. Aber es gibt auch Sträucher, die für den Winter was ganz Besonderes bereithalten. Und was das ist, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Ich bin Thomas und heute über Mittag bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und da ist mir sofort ein Strauch richtig aufgefallen aus der Ferne, und zwar hatte der so richtig strahlend lilane oder violettfarbene Beeren. Und da dachte ich mir, ja, über Sträucher mit auffallendem Fruchtschmuck im Herbst und im Winter, da müsste ich mal ein Video machen. Und deswegen zeige ich dir heute meine vier Favoriten, nämlich vier Sträucher, die im Winter einen wunderbaren Beerenschmuck haben, der für dich als Gartenbenutzer interessant sein kann, aber auch natürlich für unsere Vögel, dass die im Winter was zu fressen haben. Also, starten wir gleich, und zwar mit meinem Lieblingsstrauch, nämlich dem, den ich heute gesehen habe. Und zwar ist das der Liebesperlenstrauch oder auch die Schönfrucht, botanisch Calycarpa bodinieri. Und diese Pflanze, die sticht wirklich absolut ins Auge, weil durch diese Farbe der Beeren, das gibt keine vergleichbare Pflanze hier in unserem Breitengrad. Und deswegen sieht man den Liebesperlenstrauch schon von Weitem. Und ja, der Liebesperlenstrauch, der ist natürlich der absolute Hingucker jetzt. Und die Vögel, die holen sich tatsächlich im Winter ab und zu mal die Beeren. Wir Menschen sollten vorsichtig sein, weil die Beeren sind, wenn ich recht weiß, leicht giftig. Also so ein, zwei Beeren ist, glaube ich, nicht so das Problem, aber du solltest also keine Beeren tatsächlich verzehren. Bei Liebesperlenstrauch ist es so, dass der ganz normal seine Blätter hat übers Jahr. Der blüht auch irgendwann im Frühjahr und dann ganz unscheinbar eigentlich. Und dann, wie gesagt, im Sommer und im Herbst vor allem bildet er dann diese Früchte, die dann ganz, ganz toll aussehen. Also wenn du mal einen richtigen Hingucker für deinen Garten suchst, dann nimm doch die Calycarpa dazu. Dann bin ich heute weitergefahren mit dem Auto und gleich als nächstes fiel mir auf, auch ein wunderschöner Strauch oder im Prinzip ein strauchartiger Baum, wie man so möchte, nämlich die Stechpalme. Und was du jetzt im Video siehst, ist die Stechpalme Ilex aquifolium aureo marginata. Also eine Stechpalme mit grünen Blättern, aber die Blätter sind nicht ganz grün, sondern die haben solche gelbe Ränder. Das ist also das eine Schöne an der Pflanze. Und das zweite ist dann, dass jetzt im Winter dann diese roten Beeren dranhängen. Eine wunderbare Pflanze, weil du kannst die auch gut als Schmuckpflanze verwenden. Du kannst die jetzt abschneiden, die Zweige, damit was Schönes dekorieren. Das funktioniert, die halten super lang. Bei dem Liebesperlenstrauch, da ist es schwierig, diese lilanen Beeren, die fallen irgendwann dann ab. Aber wie gesagt, bei der Stechpalme, die kannst du jetzt gerne abschneiden. Ja, die Stechpalme, die ist weder Baum noch Strauch, die ist so ein Zwischending. Deswegen meistens kommen die von unten rauf her, so mit ein oder zwei Stämmen, und dann verzweigen die sich oben mehr oder weniger. Das hängt auch ganz viel davon ab, wie du die Stechpalme schneidest. Also wenn du die in der Jugend schneidest, dann verzweigen die sich schön und werden auch ziemlich dicht. Wenn sie nicht geschnitten werden, so wie das Exemplar, was ich hier dir zeige, da ist es einfach so, dann wächst die Pflanze einfach ziemlich locker und bildet dann mehr oder weniger dichte Blätter. Als dritte Pflanze, da kommt jetzt eine Pflanze, die vermutest du jetzt nicht unbedingt unter den Sträuchern, aber wenn sie alt ist, dann wächst die manchmal ein bisschen strauchartig, wenn sie nämlich so einen alten Baumstamm hat zum Hochklettern. Und nämlich ist es das ganz normale Efeu. Richtig, das Efeu, was auch sonst als Bodendecker zu sehen ist oder was manchmal an den Hauswänden hochwächst und dann die Fassaden versaut. Und dieses Efeu, das wächst oftmals an Bäumen, an den Baumstämmen hoch. Und wenn dann der Baum gefällt wird, so auf ein oder zwei Meter Höhe, dann bleibt da oftmals so ein richtiger Efeu-Busch übrig. Und das Schöne ist an so alten Efeu-Büschen, dass die im Herbst ganz, ganz tolle Früchte ansetzen. Efeu blüht so im Sommer oder auch noch teilweise im Herbst. Du siehst hier auch auf den Aufnahmen, dass da jetzt noch im November eine Blüte da ist, aber zeitgleich gibt es zum Großteil jetzt schon diese Beeren,
diese grünen Beeren, die dann nach und nach dunkel und noch dunkler werden. Die sind dann so fast ganz dunkel, ja, violett oder auch fast schon schwarz und sehen eigentlich ganz putzig aus, wie so kleine Eicheln sehen die aus. Und die Efeubeeren, auch die holen sich die Vögel ganz gern im Winter. Und beim Efeu ist wichtig, Efeu braucht ganz, ganz lange, bis es erstmal blüht und Früchte ansetzt. Also da gehen viele, viele Jahre ins Land, 5, 6, 7, manchmal 10 Jahre braucht es, bis altes Efeu tatsächlich zu blühen anfängt. Und oftmals ist es so, dass Efeu dann rausgerissen wird und weggemacht wird, aber du weißt jetzt, altes Efeu, das blüht und das Früchte ansetzt, das ist eigentlich ganz schön wertvoll, weil das kannst du nicht mal kurz irgendwo im Gartencenter kaufen und pflanzen, sondern das kriegst du nur, wenn du lange Zeit Geduld hast. Und an vierter Stelle ein Strauch, den ja, die meisten oder vielleicht sogar jeder, der irgendwas mit Garten zu tun hat, kennt, nämlich der Liguster. Liguster wird ja typischerweise als Heckenpflanze verwendet und da ist es jetzt so, wenn du Liguster als Heckenpflanze regelmäßig schneidest, also regelmäßig heißt ein- oder zweimal im Jahr, dann ist es normalerweise so, dass du alle Blüten und alle Fruchtstände einfach abschneidest. Und Liguster blüht natürlich jedes Jahr, bloß wie gesagt durch den regelmäßigen Schnitt ist es halt so, dass die Früchte nicht angesetzt werden. Und bei manchen Hecken, die dann zu hoch werden, so wie bei der Hecke, die ich heute gesehen habe, da ist es dann so, dass im oberen Bereich ab und zu mal tatsächlich dann auch die Früchte ausreifen. Oder wenn es Liguster sind, die einfach frei in der Natur stehen, da ist es auch logisch, dass dann die Früchte ganz normal ausreifen. Und das freut auch die Vögel, weil die Ligusterbeeren sind wirklich eine gute Vogelnahrung. Und ja, ich finde es eigentlich ganz hübsch, wenn so eine Hecke oben ein bisschen struppig aussieht, wenn da auch mal dann die Beeren wachsen und ja, dann tun wir den Vögeln auch was Gutes. Und wenn du deine Hecke unten schneidest, passt, oben lässt es für die Vögel, unten sauber geschnitten, das kann doch auch ganz interessant aussehen. Das soll es auch schon gewesen sein. 4 Gehölze, die in deinen Garten im Winter ein bisschen Fruchtschmuck reinbringen. Also die Schönfrucht oder der Liebesperlenstrauch, dann die Stechpalme, das Efeu und der Liguster. Ich wünsche dir viel Spaß beim Pflanzen und wenn du noch weitere Ideen hast, Sträucher, die dir besonders gefallen, die einen tollen Fruchtschmuck haben, da gibt es noch ein paar andere, schreib es gerne in die Kommentare, schreib mir noch deinen Lieblingsstrauch und ansonsten gilt wie immer, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. Ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, alles Liebe, dein Thomas.